Und ich zeige euch in diesem Video, wie ich in Zeiten von Corona... Moin Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie ich in Zeiten von Covid-19 aus Deutschland in die USA gereist bin. Und zwar an den Ort, an dem ich mich gerade befinde. Und zwar ist es nicht Los Angeles, nicht New York und auch nicht Miami, sondern die Insel Maui in Hawaii. Du begleitest mich dabei, wie ich mich im Vorwege auf Corona testen lassen habe und letztlich, was ich in den 25 Stunden der Reise von Hamburg über Amsterdam und Seattle nach Maui erlebt habe. Viel Spaß dabei und ich würde sagen, zurück an den Ort, wo die Reise am 28. Dezember 2020 begann. Zurück in meine Heimatstadt, Hamburg City. Ich habe mich natürlich auf Covid-19 testen lassen müssen. Ich habe das Ganze 72 Stunden vor Abreise in Hamburg am Flughafen machen lassen, habe knapp 24 Stunden später das Ergebnis bekommen. Negatives Ergebnis zum Glück. Genau, das sind nämlich die Voraussetzungen für einen Flug in Zeiten von Corona. Das Ganze muss man dann gemeinsam mit dem Flugticket und dem Reisepass als Ausdruck einmal beim Boarding der Gesellschaft oder der Fluggesellschaft vorzeigen. Meine Reise ging knapp eine Stunde von Hamburg nach Amsterdam. In Amsterdam hatte ich einen zweistündigen Aufenthalt, bevor meine Reise weiterging über den Atlantischen Ozean von Amsterdam nach Seattle. Das sind knapp 10,5 Stunden Flug. In Seattle hatte ich dann wiederum auch nochmal einen Aufenthalt von knapp 4 Stunden und bin dann weitergereist von Seattle nach Maui. Das sind auch nochmal 6 Stunden Flug. Also insgesamt knapp 25 Stunden Reisezeit. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie man sich danach fühlt.
about 30 minutes. The gate, 5 to 10 minutes after that. The gate today is SNC, as in Sierra 12. Weather down in Seattle, currently temperatures are about 44 degrees. There are some overcast skies, some light rain and mist this morning. So if you're driving, be careful out there. We do appreciate you flying with us on Delta. We do know you have a choice when you're making travel plans. So we would like to say thank you for that. So sit back, relax. If you need anything else, let us know. We'd like to ask our flight attendants at this time to prepare the cabin for us.
Aloha! Babe, you're driving. Hallo! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn euch mehr solche Inhalte interessieren sollten und wenn euch interessiert, wie die Reise hier auf Maui weitergeht, dann abonniert gerne diesen Channel und seid gespannt, wie es im nächsten Video weitergeht. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich meinen ersten Tag der Quarantäne bestritten habe. Das war der 31.12.2020. Dementsprechend zeige ich euch auch, wie wir hier Silvester verbracht haben und was es so für Unterschiede zwischen den Deutschen zu Silvester und den Hawaiianern zu Silvester gibt. Viel Spaß dabei. Ach ja, und noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr in Zukunft darüber benachrichtigt werden wollt, ob ich ein neues Video hochgeladen habe, dann aktiviert per Klick hier unten auch noch die kleine Glocke. Genau. Ansonsten wünsche ich einen schönen Tag und Aloha. Ciao.